wir leiten das Jahr der Wissenschaft mit einer Baustellenparty ein, deshalb, weil im Augenblick ganz viel investiert wird. Also es gibt ganz viele echte Baustellen im Wortsinne. Und Sie müssen denken, das sind über 300 Projekte, die jetzt in den kommenden 12 Monaten durchgeführt werden. Und die lasten auf ganz vielen Schultern. Und das wird koordiniert von der Wissenschaftsallianz gemeinsam mit der Stadt. Wir haben insgesamt 70 Veranstaltungen in diesem Jahr der Wissenschaft, die Farben betreffen. Wir haben jetzt eine Reihe, die am heutigen Tage hier im Botanischen Garten stattfindet. Ein Teil dieser Reihe, der die Farben natürlich, wie der Name nahelegt, in der Botanik zeigt. Aus meiner Sicht in besonderer Art und Weise geeignet, einen Brückenschlag zwischen Wissenschaft, Kunst und Kultur vorzunehmen. Denn das Thema Licht, das Thema Farbe ist natürlich eines, das sowohl in der darstellenden Kunst eine sehr große Rolle spielt, als auch kunsthistorisch eine große Bedeutung hat und auch kulturhistorisch. Wirklich eine gute Beschäftigung während der Sommerferien.